Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Redguard. Ich habe in der letzten Folge herausgefunden, wie man die Ketten da bewegt mit diesem Skarabäus. Aber ich habe noch keinen Schimmer, wie ich das hier lösen soll. Also richtig lösen soll. Okay, sind wir wahrscheinlich jetzt zu früh drauf. Gehen wir nochmal runter. Cyrus, nicht runterfallen, ja? Das Leben braucht man noch für später. Aber das Skarabäus-Rätsel, das ist schon heftig hier. Da muss man erstmal... Okay. So weit waren wir schon, okay. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Genau, hier kommen die Beine. Jetzt noch einmal das da drehen. Nee. In die andere Richtung bitte. Okay, wir müssen wahrscheinlich mit dem Kopf anfangen. Also. Und nicht mit den Beinen. Genau, das wollte ich jetzt nicht. Toll. Super. So, noch einmal. Genau. Das wollte ich jetzt nicht. Wir wollten jetzt einmal den Kopf drehen. Bitte nicht so. Ah, Cyrus. Also ich stelle mich da jetzt echt ein bisschen blöd an, glaube ich. So. Genau. Kopf ist jetzt freigeschaltet. So. Jetzt noch einmal drehen, damit wir die Beine rausnehmen können. Oder warte mal. Nee, wir müssen die Beine jetzt. Ja, die Beine. So. Einmal so. Ja. Jetzt macht er einmal hier kurz auf. Aber ich habe eine Idee, was gleich... Bitte jetzt nicht sterben, Cyrus. Ach nein. Ja. Okay, die 10 Schaden nehmen wir halt. Ist jetzt kein Problem. Jetzt die Arme noch ausfahren. Über diese Plattform hier. So, einmal den. Jo. Und einmal auf die andere Seite. Nein, nicht. Ja, genau, nein. So. Jo. Und jetzt fängt er an, da rumzuziehen. So. Dann hätten wir das schon mal so weit. Der wird jetzt gleich wieder ziehen, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Ich mache hier jetzt mal ein Safe Game.
damit wir zumindest schon mal so weit sind, dass wir den ganzen Spaß da nicht noch einmal machen brauchen. So. Jetzt wieder aufhören zu ziehen. An dem Ding. Aber ich habe eine Theorie. Wenn wir das hier wieder runter machen. Dann zieht er nicht mehr an den beiden anderen Ketten. Sondern... was? Was muss ich jetzt machen? Ja, da passiert jetzt genau das. Aber hier passiert jetzt nichts, okay. Nein, nicht an die Kette. Ich will diese Zwischensequenz hier nicht. Ich habe eine Theorie. Jetzt noch einmal so. Und noch einmal so. Okay, passiert nichts. Wenn wir jetzt wieder hochfahren. Ich glaube, hier muss ich jetzt irgendwas machen. Ja, da fahren die Beine wieder aus. Und wieder 10 Gesundheit verloren. So. Ja, geil. Wir haben es geschafft. Weg von den Dingens. Machen wir hier jetzt ein Safe Game. Weil wir das zumindest so weit geschafft haben. So. Können wir jetzt hier wieder zurück. Aber ich hatte jetzt eigentlich gedacht gehabt, hier würde eine andere Tür aufgehen. Ah ne, das war die hier. Okay. So, wo führt das jetzt hin? Ich hoffe, das Spiel bleibt jetzt nicht hängen. Stürzt nicht wieder ab oder so. Hoffentlich. Kann ich auch. Wo genau? Ah, hier sind wir. Wir sind jetzt auf den Brücken. Okay. Kann ich den looten? Unsere erste Dwemer-Sphäre, nice. Gehen wir mal hier hin, gucken wir mal, was es hier gibt. Jetzt bin ich gespannt. Hier geht's runter. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aus dem Trailer, meine ich. Okay, jetzt ist die Frage,
Wo muss ich hin? Wo muss ich was machen? Und warum ist hier so viel Lava? So, was ist das hier? Eine Säule, abgebrochene. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Kann man hier irgendwas machen? Genau. Ja. Hier kann man nichts machen. Wahrscheinlich da hinten auch nichts. Nee, hier kann man auch nichts machen. Wäre zu schön gewesen, wirklich. Können wir von hier aus da hinten rüber? Was ist denn das da? Kommt auch verdächtig vor. Okay, ist auch nur ein Stein. Aber hier haben wir ein Wheel. Okay. Wir müssen schon die richtigen Wheels drehen. Nein, 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 nein. Nein, und ich habe nicht gespeichert hier. Ich bin so ein Depp. Egal. Gehen wir den ganzen Weg nochmal von vorne hoch. So, das kann jetzt nur sich um Stunden handeln. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rum. Komm, greif an. Da passiert irgendwie nichts mit denen. Also sie machen nichts. Bin ich schon komisch. Aber immerhin wissen wir, dass wir hier die Dinger da drehen dürfen. So. Den drehen wir schon mal. Dass die zumindest miteinander verbunden sind. Oder warte. Ah, nee. Okay. Das muss schon so sein. Kann ich jetzt gehen? So, okay, hat ein bisschen gedauert. Dann machen wir jetzt hier ein Safe Game. Bevor wir wieder in die Lava fallen. So, und... Ja, okay. Das hat geklappt. Hier gibt's nichts. Aber hier gibt's wieder ein Wheel zum Drehen. Okay, der hat noch gar nicht, der hat gar nichts gemacht. Also, beziehungsweise der hat noch nichts gewirkt. Das ist das Hauptventil wahrscheinlich. Um das wir uns kümmern dürfen. Dürfen wir den hier wahrscheinlich drehen? Können wir auch von hier aus auf die andere Seite? Ich will hoffen. Sieht zumindest so aus, als könnten wir hier... Ja, wir können hier rum. Ah, hier gibt es auch nochmal. Nein, Cyrus. Einfach drehen, ja?
Genau. Warte, bevor wir gucken uns das einmal ganz genau hier lieber nicht rum. Die sind miteinander verbunden. Ne, die sind nicht miteinander. Die sind auf jeden Fall miteinander verbunden. Dann müssen wir einmal zum nächsten. So, den haben wir. Wie sieht's hier aus? Oh, Cyrus. Ah? Okay. Gucken wir uns mal den nächsten an. Was dann passiert? Das müsste der hier sein. Da passt noch was nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Eins muss doch klappen, oder nicht? Was passiert, wenn ich da hinten jetzt mal drehe wieder? An dem hier? Der hatte ja die Möglichkeit, drei zu bewegen. Gut, dann schauen wir da jetzt noch mal. Was ist das hier? Hier. So, bitte dran. Ah, okay, das da war für den da hinten. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal das Hauptventil da hinten an. Was der jetzt macht. So. Ah, okay, der dreht da hinten. Sind denn alle verbunden? Müssten jetzt eigentlich alle verbunden sein. Aber irgendwie auch nicht. Warte mal, da hinten haben wir ja noch einen. Der hat ja auch. Oder? Hä? Nee, hier ist nichts. Ah, hier geht's runter. Mal gucken, was es hier gibt. Hier gibt's nichts. Außer wieder diese Steine. Aber ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Das Wichtigste ist, dass die mit dem Ding hier verbunden sind, allesamt. Mal gucken, sind die auch von der Seite? Ich
Ich habe so ein Gefühl, wir müssen dahin. Mache ich jetzt noch einmal ein Save Game und gucke ich mal, ob ich da rüberspringen kann. Yo. Ja, da war was. Turn Wheel. Passt das alles? Ah, hier haben wir ein Wheel. Und was haben wir da? Haben wir da noch einen? Nee, nicht die Waffe. Wir haben hier nicht noch ein Wheel, okay. Ah, warte mal. Da können wir jetzt die Dinger allesamt mal ein bisschen drehen und gucken, wie es am besten funktioniert. Fangen wir mal mit dem da hinten an. So. Boah, die Geräusche sind ja jetzt lauter als die Musik. Ja, Cyrus, genau da bitte drehen. Okay, das eine geht jetzt zu hier. Den brauchen wir aber so. Dann gehen wir mal auf die anderen. Wir gucken mal, was da am besten funktioniert. Nee, das nicht. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal drehe? Ah, der dreht nur in die eine Richtung. Okay, das heißt, wir müssen die anderen irgendwie ein bisschen bewegen. Wie den hier zum Beispiel. Ja. Da vorne gab es ja noch einen. Was passiert, wenn wir den noch drehen? Also den hier, meine ich. Nein, Cyrus. Hier, das Rad musst du drehen. Was hat das jetzt gemacht? Gehen wir mal weiter. Bin mir jetzt nicht sicher, müssen wir alle treffen? Alle erwischen? Oder reicht es nur die paar, die wir da jetzt haben? Da fehlen ja noch ein paar. Was passiert, wenn wir nochmal drehen? Ich wüsste halt nur gerne,
wo muss ich mit denen überhaupt hin? Einer ist ja dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie wir den da hinkriegen. Oder wie wir überhaupt da hochkommen. Wüsste ich auch zu gerne. Und wir gehen jetzt nochmal zurück. Und suchen uns mal einen Weg. Vielleicht reicht das schon, was wir da gemacht haben. Wer weiß. So. Reicht das von hier? Ja, hier reicht es auch schon. Um einmal zurück zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir auf die Plattform hier drauf müssen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Weg, der nach oben führt. Irgendwo. Gibt es den überhaupt? Warte mal. Okay, der muss da dran sein. Das heißt, dann müssen wir auf der anderen Seite den einen da, der für den hier vorne zuständig ist, nochmal bewegen. Den hier. Nee, der muss wohl, glaube ich, hier bleiben. Der kriegt gar nichts ab. Der kriegt nichts vom Gas ab. Ah, jetzt. Da passt was nicht. Reicht's da wieder nicht. Und da wird's wieder weniger. Boah, wenn ich wüsste, was ich da jetzt machen muss. So, versuchen wir hier noch einmal. Gibt es eine Möglichkeit, alle hier zu erwischen? Gehen wir noch mal dahin zurück.
bringt mir irgendwie nichts. Jetzt stelle ich mir die Frage, das eine da hinten, kann ich den vielleicht noch drehen? Der muss ja auch noch irgendwie verbunden werden. Mit dem hier oben. Warte mal, das ist jetzt mit dem verbunden. Also mit der Säule hier. Wenn ich den da hinten auch noch damit verbinde und da auch noch einen Zugang schaffe. Ich mache jetzt die Folge ein bisschen länger, um das zu lösen hier. Und wenn ich den hier jetzt drehe. Oh! Hier ist ein Plan. Gut, arbeiten wir mal nach Plan. Hier sogar schon richtig. Den drehen wir nochmal zurück. Dann brauchen wir da hinten auch noch eine Verbindung. Wie gut das hier ein Plan ist. Die sind nämlich hier nicht miteinander verbunden. So, gucken wir uns den noch einmal an. So verbunden rechts, links sind die aber noch nicht so verbunden, meine ich. Schauen wir uns das nochmal an, ja? Hier sind die, glaube ich, nicht so verbunden. Ah, nein, nicht die Waffe. So. Ich rate es einfach gar nicht. Ich bin echt zu doof dafür. So. Nein, Cyrus, Waffe weg. Geh einen Schritt zurück. So. Ich glaube, es reicht schon, wenn wir eine Seite fertig haben. Ja. Nee. Hier vorne fehlt noch eine Verbindung, meine ich. Nein, Cyrus, Waffe weg. Okay.
Okay, die müssen schon mit dem einen da verbunden werden. Dann ist aber die Frage, wo geht's eigentlich hier nach oben dann? Wo kommen wir da nach oben? Ich gehe mal von aus, das muss schon so sein. So, und... Hier ist kein Weg... Doch! Hier... Ah! Hier haben wir noch einen! Okay. Das haben wir schon mal geknackt. Jetzt brauchen wir da hinten auch wieder eine Verbindung. So, warte. Und... Die müssen wir jetzt auch nochmal wieder miteinander verbinden. Ne, das ist das Falsche. Ja, das ist das Falsche. Ach, Cyrus. Dann lassen wir das mal so verbunden. Schauen wir mal, wie wir das jetzt lösen. Ich kann auch mal wieder ein bisschen drehen. Mal gucken. Ne, den machen wir. Den lassen wir so, wie es ist. So, dann. Ja, komm, bewegt. Ja. Drehen wir das hier nochmal. Ich glaube, das war schon so richtig. Ich glaube, den hier haben wir noch falsch. Hier ändert sich nichts. Also bessert sich nichts. Ich glaube, es macht schon mehr Sinn, wenn wir den erstmal dahin packen und den auf der anderen Seite mal ein bisschen drehen. Hähnchen nämlich, meine ich, zu drehen. Würde mehr, glaube ich, was bringen. Oder wir gehen noch mal hier hoch auf den Turm.
gucken, was wir da machen können. So. Ah, Cyrus. Einfach hoch. Der kann doch bestimmt noch mehr machen. Ne, der kann sich nur zwischen den beiden da bewegen. Obwohl, ich würde sagen, auf die Lösung komme ich nicht selbst. Vor allem ist es jetzt auch schon 1.23 Uhr. Ich bin auch ein bisschen müde, was Denken angeht und so. Dann mache ich mal für heute Ende. Und dann machen wir das in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.